Gut, ich würde sagen, so bevor wir heute in der Chat. Wir starten, und ich sage euch jetzt schon gleich, wir starten mit einer sehr, sehr entspannten, mit einem sehr, sehr entspannten Spiel. Das ist gut zum Anfang, aber leider Gottes etwas mit Köpfchen. Digga, ich war doch nicht mal. Ich hätte doch Lexikon lernen sollen, Alter. Ja, du hättest nicht unbedingt Lexikon lernen sollen, aber wir spielen jetzt das Spiel Schätzfragen. Ich denke mal, es ist relativ selbsterklärend. Ich stelle euch eine Frage und ihr schätzt. Es sind meistens Sachen, die man nicht wirklich genau wissen kann, deswegen heißt das Spiel Schätzfragen. Es wäre nur wichtig, wenn ihr möglichst nah rankommt, kriegt ihr die Punkte. Voting läuft folgendermaßen ab. Direkt, wenn ich die Frage gestellt habe, laufen 20 Sekunden. Ihr habt in diesen 20 Sekunden, liebe Leute hier im Panel, also wir haben hier 20 Sekunden Zeit, um eure Frage, um euren Guess anzugeben. Ja, ihr müsst auch nichts einloggen, ihr schreibt einfach. Da ist dann ein Textfeld, ihr schreibt rein, lasst es da stehen, ihr könnt euch nochmal umentscheiden. Bedenkt bitte nur, kurz vor Timerende, wenn ihr nochmal löscht und dann läuft der Timer ab, das ist Sense. Ja, dann habt ihr keine Antwort angegeben. Wäre ärgerlich, also lieber Last-Minute-Entscheidungen nochmal überdenken. Nachher ist es die richtige Antwort. Genau, nachher war es die richtige und du hast was gelöscht und dann ist es halt blöd, ne? Also, die Punkte bekommt die Person, die am nächsten dran ist. Wenn natürlich zwei gleich weit weg oder getroffen haben, kriegen, ne? Also, gibt's mehrere Punkte, Verteilung, ist ja klar. Ich denke mal, gibt's keine Fragen mehr, ne? Wir brauchen mal einen coolen Namen für die Winz-Community. Boah. Alles Tutti. Der Lieferdienst, nein. Okay. Das Voting, komm, bevor es noch niedriger wird mit dem Niveau. Das Voting funktioniert hier wie folgt. Die 20 Sekunden, die die Frage beantwortet werden darf, könnt ihr auch voten im Chat. Okay. Ne? Und wieder nach dem Prinzip. Ja. Muss ich jetzt gleich was eintippen? Ja. Ja. Okay. Ja, also deswegen sagte ich für euch, wenn ihr das im Vollbild habt, dann habt es besser, weil dann aktiviert sich auch direkt das Textfeld eigentlich. Wenn es nicht ist, dann sollte aber eigentlich. Winzerinnen, ja. Die Winzer. Mann, das finde ich, find ich eigentlich lustig, ey. Scheiße, gut, okay, komm. Vollbild, Alter. Wir starten einfach mal. Und bitte denkt noch einen Tipp an den Chat, ganz kurz, entschuldige. Einen Tipp noch an den Chat. Fangt lieber einen Ticken früher an, bevor ich, also wenn ich schon sage, ihr dürft jetzt voten, dann fangt schon mal an, weil wegen Delay, ne? Dann könnte es schon laufen. Hier mit Vollbild. Alter. Oben links, da wo auch der Lautstärkeregler ist, da müsste direkt daneben so ein Vollbild-Icon sein, dass du drücken kannst. Ja, da ist er. Ha, jetzt. Ha. Perfekt, perfekt. So, ich würde sagen, wir starten mit der ersten Frage, weil wir haben ja noch 7 Spiele vor uns insgesamt. Ja, ja, ja. Und die erste Frage ist direkt eine, wo man, joch, das ist, immer noch, ist aber noch überschaubar. Die erste Frage wäre, auf welchem Breitengrad liegt Washington D.C.? Oh, Digga. What? Ich sag euch jetzt schon, warte, ich sag euch jetzt schon gleich, Breitengrad ist das N, das Nord, also die hintere Zahl, ne? Die erste Zahl, Entschuldigung, die vordere. Also wir sind zum Beispiel auf dem 52. Ja? Berlin wird gemittelt bei 52 Nord, 13 Ost, also 52. Breiten und 13. Längengrad, ja? So. Hast du dich jetzt schon, Lukas? Macht nichts, kann ich mitleben. Ich würde sagen, wo trage ich jetzt ein? Nordamerika ist meine Antwort. Nee, welcher Breitengrad? Washington D.C. Sobald die Zeit läuft, kannst du eintragen. Voting startet für den Chat und die Zeit läuft. Ab jetzt, los geht's. Okay. Was gebe ich jetzt ein? Also nur die Zahl, ja? Nur die Zahl. Nur die Zahl. Du gibst das ein, wo du glaubst, auf welchem Breitengrad das liegt. Reise, okay, okay. Bitte darauf achten, dass ihr in der Zeit auch ready seid. Oh, mach nichts. Scheiße, hätte ich mir besser in der Erdkunde aufgepasst, ey. Okay, alles klar, wir haben 4 Antworten. Vince ist der Meinung. Ja, alles gut, wir schauen uns mal an. Vince ist der Meinung, Washington DC liegt auf dem 12. Breitengrad. May ist der Meinung auf dem 15. Breitengrad. Jon geht komplett, oder ich sag's jetzt einfach mal, ich weiß, hier steht Jon, deswegen sage ich Jon, aber ich sag einfach, ich versuche mal Feldi zu sagen, wenn dir das lieber ist. Geht komplett in die andere Richtung. Ist so der Meinung, Breitengrad ist Washington DC liegt in der Nähe von Berlin und ist am 49. Was? Und Andi geht nochmal weiter rüber auf den 69. Das ist dann weiter unten, oder nicht? Ja, ich meine auch, das war eine kleinere Zahl. Ich dachte auch. Er heißt Jon. Okay, dann sage ich das jetzt. Breitengrad. Mir wurde gerade über den Mund gefahren. Ich sag Jon jetzt. 69 ist bewusst gewählt, na klar. Es geht um den Breitengrad. 69 bewusst gewählt. Okay, komm. Die exakten Koordinaten. Also Washington DC liegt auf jeden Fall 77 Grad West und 38 Grad Nord. Damit ist tatsächlich mit den 49 Jon Feldi am nächsten dran und kriegt damit die Punkte. Ja, kriegt damit die Punkte. Wir gucken mal ins Voting, wie der Chat entschieden hat. Und ich muss jetzt leider sagen, du hast die meisten Stimmen gekriegt. Das heißt also, du kriegst 60 Punkte. Aber immerhin. Das ich krieg trotzdem was. Na klar, natürlich. Du kriegst die 60 Punkte trotzdem. Ja, ja. Oh, schön. Ja, na klar. Brauch mich so sabotieren.
Also Channel. Ja! Jetzt habt ihr schon mal eine Idee, wie die Leute drauf sind und jetzt können ja Taktiken im Chat besprochen werden, wa? So. Ey, was? Wir machen weiter. Die nächste Frage ist etwas technischer und das ist wirklich jetzt eine, was glaubt ihr denn? Das kann eigentlich fast niemand wissen, ich wusste es auch nicht und ich komme aus der Branche. Die Frage lautet, wie viel Byte können auf einem üblichen QR-Code höchstens gespeichert werden? Und es geht hier jetzt im Übrigen, sage ich noch dazu, falls irgendjemand da irgendwelche Hintertricks kennt, es geht hier um rohe Byte, nicht irgendwelche Kompressionstricks, wo es dann noch geht, dass man noch mehr draufkriegt, indem man irgendwas, ne, es geht nur um Byte. Faktische Daten. Die Zeit läuft, auch fürs Wort. Ah, okay. Boah. Ich bin lost. Ich bin auch ein bisschen lost, aber... Alter, was ist denn... Oh Gott, ey. 69, nein. Ich weiß den Unterschied nicht mehr zwischen Byte und Bit. Ich auch nicht. Aber so. Oh. Und selbst wenn ich es wüsste, wüsste ich auch gar nicht, was ich machen soll. Alles klar. Oh, okay. Okay, wir schauen mal. Folgendermaßen, ihr Lieben. Vince sagt 79 Byte. May 50. Jonas bei 512. Jetzt wären wir schon ein bisschen informatischer mit den Zahlen. Und Andi ist bei 128. Der Punkt ist, Byte ist nach dem Bit die kleinste Einheit. Ja, richtig. Oh, muss ja größer werden, ne? Ja. Also ein QR-Code kann tatsächlich de facto, ja, ich bin auch gespannt, wie die Anzeige sich verändert. Also es passen tatsächlich 2953 Byte auf einen QR-Code. No fucking way, wirklich? Nee, das hab ich nicht gesagt. Wirklich. Ich hab gedacht, das passt maximal so ein Link rein oder so. Nee, hab ich jetzt auch gedacht. Nein, pass auf, weil QR-Code kannst du noch so groß skalieren, die können sich ja noch mal größer wiederholen. Und irgendwann gibt's da halt auch ein Limit und das ist... bei 2900, das ist fast bei 3 Kilobyte. Das ist fast so groß wie nicht wie eine Diskette, das stimmt nicht. Nein, das waren 3 Megabyte. 1, irgendwas war das, ne? 1,44. Genau, wir gucken mal ins Voting gerade. Tatsächlich bist du. Mir heute Abend das Genick. Ja, tatsächlich bist du aber. Du bist schon wieder der Publikumsliebling, aber zeitgleich mit Vince diesmal. Ihr hättet beide die gleiche Anzahl der Punkte gekriegt, deswegen kriegst du 65 immerhin. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Hä, what the fuck? Ich sag trotz der Sabotierung hier. Trotz der Sabotage. Floppy Disks übers Handy scannen, genau. Ein Byte gleich 8 Bit, genau so ist es, wie sie dann. Genau. Kleiner Info noch, tatsächlich ist das das geringstmögliche, weil wenn wir nämlich komprimieren und kodieren mit ganz viel mathematischem Brimbim, kannst du tatsächlich sogar, wenn du nur alphanumerische Zeichen drauf speichern willst, kannst du damit 4200 speichern und nur Zahlen sogar 7089. Da geht eine Menge. Also QR-Codes sind mächtiger, als man denkt. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo einer versucht hat, auf einen QR-Code ein ganzes Spiel drauf zu knallen. Habt ihr das nicht mitbekriegt? Aber wahrscheinlich ist das meine Tech-Bubble. Nee, aber es ist auch sowas ähnliches Simples. Aber trotzdem, es war ein komplettes Spiel auf einem QR-Code. Du konntest es scannen, der hat es dann geparst und ausgeführt. Also der Quellcode war mit auf dem Code drauf. Total crazy. Okay, das ist crazy. Okay, komm, machen wir weiter, weil wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns, damit wir ja nicht hier noch um 12 rumhängen. Also, nächste Frage. Ist tatsächlich sehr interessant, aber schwierig zu schätzen, glaube ich. Zumindest ist in beiden Testrunden wahnsinnig daneben gelegen. Wahrscheinlich ist es jetzt auch so. Die Daten sind übrigens aktuell. Die Frage lautet, wie viele polizeilich erfasste Verkehrsunfälle, ich sag das jetzt direkt, Unfälle im Straßenverkehr, ne, gab es im Jahr 2023 in Deutschland? Ja. Und die Quelle... Weiß ich nicht, aber das Statistische Bundesamt ist die Quelle und es zählen im Übrigen dazu Sachschäden. Ne? Es zählt nicht, wenn irgendwie ein Fußgänger angeditscht wird und nichts passiert ist. Das zählt nicht, es geht nur um Sachschäden, inklusive auch schwerwiegende und auch Personenschäden. Okay. Ne? Aber es muss ein Sachschaden sein. Wenn es nur... 2023, es war das vorläufige Ergebnis übrigens, das kann jetzt auch nochmal anders sein. Fangt schon mal an zu schreiben in den Chat bitte, die Zeit läuft, ihr könnt. Ich glaube, es war schon gemäßigter da in 23 im Gegensatz zu 22, behaupte ich jetzt mal. In ganz Deutschland, ne? In ganz Deutschland, genau. Polizeilich erfasst, das ist relevant. Kann natürlich auch noch mehr oder weniger geben, aber da geht es um die polizeilich Erfassten. Ich habe jetzt keinen Dunst, ne? Ich weiß nicht, wie ich bisher durchgekommen bin. Zahlen brechen mir das Genick. Das macht nichts. Okay, wir gucken mal rein. Die Reihenfolge übrigens, in der das revealed wird, ist immer die auch hier unten im Panel ist, ne? Also, Vince ist der Meinung, die Deutschen sind relativ entspannt und es gab insgesamt 200 erfasste Verkehrsunfälle in Deutschland. Und wir haben jetzt tatsächlich, es steigt stetig. Also ihr habt sehr schön linear oder exponentiell aufsteigend geantwortet. May ist ein bisschen waghalsiger mit 500.
Verkehrsunfällen. Digga, ich wohne in einer Area, wo es ruhig ist, ja? Ja, Feldi scheinbar nicht, weil der sagt nämlich 86.000 Verkehrsunfälle. Das wäre fast dran in Deutschland. Alter, das ist aber ganz ja, nee, aber Andi lebt richtig gefährlich, weil der hat gesagt, 2 Millionen Verkehrsunfälle haben wir in Deutschland. What the fuck? Wie fahren die Deutschen? Die fahren wie die Assis. Na klar. Das ja, aber Fußgänger werden nicht angeditscht, die zählen nicht. Andi. Ja. Andi. Ja. Die richtige Antwort ist 2,5 Millionen. Nein! Was, Junge? Ja. Ich kann nicht sogar. Ich kann nicht sogar genau aufschlüsseln, wie es ist. Ich habe die Zahlen hier, die vom Statistischen Bundesamt. Mit Personenschaden waren es im Jahr. Ist nur Jahr 2023 in Deutschland, Leute. Das müsst ihr euch mal klar machen. Mit Personenschaden 290.773. Ich dachte, Deutsche sind da ein bisschen korrekter beim Autofahren. Ich meine, ich beschwere mich die ganze Zeit wegen dem Andi, bist du leise? Und so. Okay. Aber ich bin leise, was? Ich bin leise. Ja, ich mach lauter. Ich mach lauter. Okay, mach mal lauter hier. Besser? Mama lauter. Ich dachte, meine Logik war da. 20% davon sind vor uns. Ich war immer scheiße. Ja, bestimmt. Es kracht doch immer. Es kracht doch immer, oder? Ist bei mir voll laut gerade. Jetzt ist das aber im Stream wenigstens okay, weil dann lasse ich es so. Aber weißt du was, ich sag, wie es ist, das ist wahrscheinlich 2 Millionen sind aus München. Raffi schreibt gerade, bin heute fast dreimal angefahren worden in Hamburg. An die Passe. Ja. Hamburg, okay, Hamburg kommt noch mit den 500.000. Hier, wir müssen aber nochmal revealen, wie das eigentlich mit den Punkten ist. Wie viel Prozent haben denn jetzt für Andi gestimmt? Du warst. Der Publikumsliebling, tatsächlich, ja. Und kriegst dementsprechend mit 22% 78 Punkte. Das ist schon mal relativ stark. Immerhin. Ja, guck mal. Ja. Ey, wenn du weißt, was? Wir gehen hier als Loser raus. Wir gehen was trinken, okay? Ey, Leute, vielleicht kommen noch eure Spiele. Übrigens, wollte ich nur sagen: schwerwiegende Unfälle fast 65.000. Unter Drogen, Alkohol plus sind immerhin 15,5, also 15.558. Und der Rest ist übrige Sachschäden: 2,1 Millionen. Also, es ist einfach krank. Alter, es ist ja schon sad. Okay, wir kommen. Hast du auch mal die vorherigen Zeiten, die Jahre hast du auch gesehen? Ja, ich hatte im alten Spiel hatte ich die Zahlen von 2019. Die waren höher sogar. Also, es ist weniger geworden. Die waren bei 2,6 Millionen, oder 2,8, ich weiß es nicht mehr. Krass. Wahnsinn. Jetzt hast du so Tesla und sowas, die halten für dich automatisch an, wenn du jemanden. Da ist ja was, stimmt ja. Gut, komm, machen wir mal weiter. Wir verquatschen uns hier sonst. Also, nächste Frage lautet, wie viele bekannte Sprachen existieren auf der Welt, und das ist die Einschränkung, von mindestens 1 Million Menschen gesprochen werden? Das ist wichtig, weil da geht es um immer noch aktiv. Ja? Die Zahl übrigens ist aktuell auch nicht mehr wirklich legit, weil du findest keine richtige Zahl. Die Zahl, die ich habe, ist von 2009. Aber ich glaube, wir reden hier wirklich von Peanuts. Ich glaube nicht, dass ihr alle so marginal nah dran seid, dass die paar einen Unterschied machen. Gut, ich würde sagen, Voting. Auch Akzente? Bitte was? Auch Akzente und nicht Akzente, aber Das, was als Sprache anerkannt ist, linguistisch, zählt. Also ich glaube nicht, dass jetzt die. Ich glaube nicht, dass Dialekte mit reinzählen. Glaube ich nicht. Ehrlich gesagt. Dir aber nicht sagen. Weiß ich nicht. Das ging aus den ganzen Listen nicht hervor. Also ich habe die Formulierung bekannte Sprachen war bei mir. So, wir starten das Voting und die Zeit in 3, 2, 1, go. Das ist tricky, wirklich. Ich war jetzt ein bisschen großzügig. Immer einfach nach Bauchgefühl immer so irgendwas. Digga, ich muss mehr die Welt bereisen, damit ich ein bisschen... Tipp an den Chat, ihr Lieben, seid vorsichtig während der Voting-Phase, dass ihr, nachdem ihr eure Zahl geschrieben habt, noch eine andere Zahl in irgendeine Nachricht verwurstet, weil sonst habt ihr euer Voting geswitcht, wollte ich nur sagen, ne? Ihr könnt euch nämlich noch umentscheiden, das lockt nicht. Okay, alles klar, wir haben richtig, richtig krasse Range wieder. Also diesmal ist es tatsächlich andersrum. Vince liegt richtig krass vor, 64.000 Sprachen haben wir auf der Welt. Aktiv mit über 1 Million Sprechern. Was? Wir können jetzt mal ausrechnen, wie viele Sprachen jeder Mensch dann im Schnitt sprechen müsste, damit das aufgeht. Also ich habe einfach die Dialekte mit reingenommen. Ich habe die Dialekte einfach mit reingenommen. Ist doch nice. So, okay. May macht weiter mit 5.000. Sorry, ich mache jetzt ein bisschen, weil wir müssen das Spiel mal durchkriegen. Ein paar Fragen kommen noch.
Feldi sagt 44 und ihr seid relativ dicht aneinander mit 39, wow. Andi. Ja, Feldi, High Five, Mann. Also, tatsächlich, bekannte Sprachen. Wie gesagt, Stand 2009, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war tatsächlich die offizielle, wir haben fast einen genauen Treffer tatsächlich und wir können bei der Range von fast genau reden, das wird hier auf dem Panel sehr genau aussehen, 4841 Sprachen. Und ich sage euch jetzt auch, was dazugehört. Geschätzt. Ja, total. Aktive, ja, sind die indogermanischen Sprachen, wo alleine schon 220 aktiv und 280. Und das, da gehören nämlich auch die ganzen europäischen, also Europa, ne, da zählen albanisch, griechisch und romanische Sprachen, also Deutsch auch, Englisch und die skandinavischen Sprachen. Und dann auf Platz 2 ist tatsächlich auch, aber die haben 3 Milliarden Sprecher. Und dann gibt's diese sino-tibetischen Sprachen, also China, Himalaya, Südostasien und Co. Die haben alleine schon 343 und dann gibt es noch in der Niger-Kongo-Region 1400. Wollte ich mir sagen. Okay, da habe ich mich ein bisschen über... Indien spricht man allein schon über 200 Sprachen. Ich weiß, dass es hier halt viele Dialekte einfach. Und aber guck mal, das sind Punkte für May und ich habe das Gefühl, die letzten Runden haben dafür gesorgt, dass die anderen beiden ziemlich krass auf Feldi und Andi gegangen sind, weil May, du hast tatsächlich nur 14% Votes und kriegst deswegen 86 Punkte für diese Runde. Vielen herzlichen Glückwunsch. Oha. Ja, guck mal, lohnt sich. Jetzt sind die richtigen Leute da, ne? Ich sehe es übrigens gerade hier, ihr Lieben. Ich habe es vergessen auszumachen. Ich wollte es vor dem Stream noch ausmachen. Die On-Stream-Nachrichtgeschichte ist hier nicht aktiv in dem Overlay. Das habe ich ausgemacht, damit es nicht ins Quiz reinschießt. Sorry, dass du jetzt ja 500 Punkte rausgeknallt hast, Crisis. Ich habe es trotzdem gesehen. Schweizerdeutsch ist schon eine Sprache für sich, das stimmt, ja. Also wie gesagt, ich will es jetzt ungern ausmachen, weil ich müsste dafür dann hier die Windows switchen. Gut, wir kommen zur nächsten Frage. Komm, machen wir mal ein bisschen Zeit, damit wir fix weitermachen können. Die Frage dürfte euch... Props an dich ganz kurz, es ist mega geil, ey. Also mir macht das voll Spaß. Ich finde es auch richtig geil programmiert. Also vielen Dank. Ey, das ist krass. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Ich habe ja auch Spaß an sowas. Ja, danke schön. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich muss jetzt trotzdem mal, wir müssen noch ein bisschen anziehen, damit wir die anderen Spiele auch noch schaffen. Also, die nächste Frage dürfte euch Spaß machen. Und die weiß bestimmt auch jeder. Das gehört zum Allgemeinwissen. Ich möchte nämlich von euch wissen, bis zu welcher Zeitspanne... Kein Druck. Bis zu welcher, ja, ihr seht auch gleich, warum ich sage, es ist Allgemeinwissen, es ist wirklich, man weiß das einfach. Denn bis zu welcher Zeitspanne können Stabheuschrecken teilweise am Stück Sex haben? Ja, Bruder, was ist das für eine Frage, Alter? Easy. Alter, ich sag euch noch, ich sag euch nochmal die Einheit. Die Einheit hätte ich gerne in Tagen. What? Digga, jetzt hab ich Respekt. Ich guck mir das okay, an. Okay, Voting startet, Zeit läuft, los geht's. Ist nicht dein Ernst. Yo. In Tagen. In Tagen. Kleiner Kritikpunkt, was? Das ist auf jeden Fall strong, ey. Okay, ich hätte mir... Die Bilder der Teilnehmenden größer machen. Kann ich gucken, dass ich das... Ich musste halt ein bisschen strugglen, weil es gibt auch manche Spiele, die brauchen den Horizontalplatz, weißt du? Das ist das Problem. Ich habe wirklich lange überlegt, aber solange mir... Aber danke für den Hinweis auf jeden Fall. Ich guck mal, dass ich das... Keine Ahnung. Ist ja die erste Folge. Aber danke, werde ich auf jeden Fall aufschreiben. Mobile Geräte habe ich gar nicht so getaktet. Gut, komm, gehen wir mal rein, Ach, Andi. Ach, Andi. Okay, was soll ich denn machen? Ja, alles gut. Wir fangen an mit Vince mit 4 Tagen. Der traut denen nicht so viel zu. May schon eher mit 15. Feldi ist um einen ähnlichen Punkt mit 12 Tagen. Und Andi natürlich sagt, die können 69 Tage am Stück. Das ist gar kein Problem. Jetzt haben wir dich, ja? Andi, ich erkenne auch so ein Muster bei Andi irgendwie, ne? Andi. Ja, ich kenne auch ein Muster. Andi. Ich hatte vorher 5 geschrieben, ne? 5, ich dachte mir so... Ah ne, bestimmt mehr. Ich weiß nicht, das ist eine Stabheuschrecke, ne? Das ist so ein dünnes Ding, was einfach... Wie lange leben die? 5 Tage? Das war nicht die Frage, ich keine Ahnung. Ich finde so ein Hase, ne, der kann... Aber Liebe Leute, eine Stabheuschrecke kann bis zu 10 Wochen am Stück. Was? Ja, okay, ey, aber das war geraten. Das war wirklich MS, danke dir für deinen Sub. Vielen Dank für deinen Sub. Herzlich willkommen. Hype-Performer. Alter, richtiger Hype-Performer. Was ist das denn? Fast genau richtig. Alter. 10 Wochen. Starke Nummer. Ich will jetzt einfach nur noch übertreiben hier. Alles erstmal. Digga. Und 26% auch nur. Dementsprechend kriegst du immerhin 74 Punkte. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön. Was wir noch nicht hatten, dass irgendjemand über 50% Votes hatte, ne? Ja, genau. Zieht damit vor, Feldi. Genau. Wir haben, glaube ich, nur noch eine Frage. Das sind die letzte für Schätzfragen. Und zwar, jetzt wird's nochmal, ihr habt vorhin gesagt, ihr seid doch alle Mathe-Genies, oder nicht?
Nein. Ich wüsste gerne von euch, wie oft muss man denn einen Würfel ungefähr durchschnittlich werfen, bis jede Augenzahl von 1 bis 6 einmal aufgetreten ist. Mindestens einmal. Da geht es um, ne, also sobald du eine Zahl auch mal gewürfelt hast, ist sie da gewesen und es geht darum, ne, spätestens wenn die sechste unterschiedliche Zahl kommt, dann ist das der letzte Wurf gewesen und damit endet deine Zählung. Voting läuft und Zeit auch. Ihr könnt das natürlich in der Zeit jetzt nicht ausrechnen, das weiß ich. Ich hatte nie Statistik gehabt. Ich auch nicht. Oh, shit. Mach mal 69. Oh, Christus, ich sag dir jetzt schon, dass das als Vote zählt, deine Nachricht, ne? Das zählt als Vote, was du geschrieben hast. Ihr müsst nicht nur die Zahl schreiben, ihr könnt auch das in einen Satz einbauen, ne? Das ist das Ding. Ach so. Okay. I don't know. Sag mal, absetze meine Flasche mir. Was an die Nase geschoben. Okay. Alles klar. Also, kürzen wir das ein bisschen ab. Ich mach das jetzt nicht so Günther Jauchig. Vince ist bei 75, May bei 100, Feldi ist bei 56 und Andi ist bei 164 Würfen. Bis das keine 169? Keine Ahnung. Scheinbar diesmal nicht. Ich bin enttäuscht. Ihr Lieben. Es reichen tatsächlich schon 15. Oh, yeah. Fuck, Alter, was? Ja. Das werde ich zu Hause ausprobieren. Kannst du machen. Es geht auch im Durchschnitt, ne? Im Durchschnitt, ja. Exakt sind es 14,7, da kommt man, also für die, die es interessiert, auch vielleicht im Chat, vielleicht interessiert es wen, es ist ja auch nicht schwierig, es ist keine komplizierte Rechnung tatsächlich. Du musst einfach im Prinzip immer die Anzahl der möglichen Zahlen durch das teilen, was noch zu werfen ist. Also quasi im ersten Wurf hast du halt 6 durch 6, das ist ein Wurf, ja. Dann hast du schon eine weg. Das ist einfach nur dumm. Pass auf. Geh weiter. Pass auf. Wenn du eine schon geworfen hast, dann brauchst du ja noch 5, um alle mal geworfen zu haben, wa? Das heißt, dann hast du einfach also noch 6 durch 5. Das ist dann schon ein bisschen mehr als 1. Dann hast du 6 durch 4, 6 durch 3, 6 durch 2 und so weiter. Bis zu 6 durch 1 und das ist dann in der Summe 14,5. Das war jetzt auch für die im Chat, die es interessiert. Ich persönlich hätte auf 36 oder so getippt. Ja, guck mal, so kann es kommen. So, Feli, du bist leider Gottes wieder der Publikumsliebling gewesen mit 33%, aber immerhin sind es trotzdem 67 Punkte für diese Frage. So, das ist ja richtig cool. Kopfrennen hier gerade. Ihr Lieben, wir haben tatsächlich keine Fragen mehr. Das war die letzte. Die Schätzfragerunde ist durch. Ja? Damit sind wir mit dem Spiel Schätzfragen am Ende und wir können uns ja mal gerade ganz kurz angucken, wie es punktetechnisch steht. Ja. Gut, alles klar. Ich würde sagen, das ist relativ eindeutig. Naja. Dein Gesichts-BH an. Ich bin derjenige, der 0 Punkte hat vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Trotz dieser Sabotage hier. Na, vielleicht kommen ja noch Spiele, wo man sich ein bisschen rausreden kann. So, jetzt auch übrigens Info an den Chat. Jetzt können die Mitspieler hier gerade euch sehen. Die können jetzt euch gerade lesen. Jetzt in dieser Pause momentan. Immer wenn, ich sag's euch so viel, immer wenn ihr den Chat hier im Stream seht, dann sehen die den auch. Also jetzt könnt ihr gerade mal raushauen. Jetzt könnt ihr Grüße machen, kurz Interaktionen. Hey, Chat, es sieht heute gut aus. Ja? Auch heißt, dabei? Ja. Ich gucke auch im Nachhinein, wer mich da sabotiert hat. Ne? Der schönste Twitch-Chat. Auch dabei. Wer hat ein T-Shirt für dich? Ich weiß nicht. Die haben ein T-Shirt für mich, dass ich dabei war bei dem Game. Ah ja, guck mal. Kampf der Chaoten, Episode 1. Ich war dabei. Es müsste auch eine Twitch-Badge geben dafür. Nee, ohne Scheiß, ich hoffe, es kommt eine ARD-Dokumentation, wo ich dann wirklich als alter Sack dann sage, ja, früher, als diese Show noch ganz neu war, da war ich auf jeden Fall weit hinten, aber ich war dabei. Das ist irgendwie so was. Bin vom Stab lassen, so richtig alt, grau, ne? Und dann wirklich alles grau in grau muss dann sein bei mir, ne? Vince, und dann kommt immer. Hallo Leni. Ja, Dark sagt, du hast dich anstrengend, Vincent. Ja, zeig mir Power, sag mir Chat. Power! Apolline hat den Loader entdeckt. Oh ja. Den Loader? Hey, aber auch danke an den Chat, dass ihr dabei seid, ey. Ohne auf jeden Fall. Ja, richtig geil. Mega. Vielen Dank, dass ihr euch das antut hier. Nein, ihr supportet ja. Ihr habt ja auch eine wichtige Rolle, eine tragende, weil ohne euch würden die Leute hier gar keine Punkte kriegen. Ohne Witz. Sehr schönes Game, Lukas.